Die 10 Milliarden werden durch bestimmte Hebelwirkungen im Markt, weil sie oft komplementär ergänzt werden durch andere Investoren, ungefähr zu 30 Milliarden Mark. Mark. Echt jetzt? Ich war ja auch schon vom Mark gesprochen, oder was? Herzlich willkommen zum heutigen Video-Ausschussreport zum Digitalausschuss. Heute fand der Digitalausschuss sogar zweimal statt, nämlich einmal als ganz normaler Digitalausschuss und einmal als Anhörung zum Thema Datensouveränität in Europa. Zuerst im normalen Digitalausschuss haben wir uns mit dem Haushalt 2021 für das Bundeswirtschaftsministerium beschäftigt. Der Abgeordnete, der gleichzeitig im BMWI tätig ist, Jazombek, hat uns dazu Rede und Antwort gestanden. Das will ich relativ kurz machen, damit ich euch ein bisschen mehr über die Anhörung erzählen kann. Mir sind vor allem drei Dinge spannend aufgefallen. Zum einen wurde erzählt, dass ganz frisch beschlossen worden ist, 10 Milliarden Euro als Zukunftsfonds aufzulegen. Das ist im Prinzip nichts anderes als so eine Art Venture Capitalist Fonds mit öffentlichen Geldern, der allerdings nicht ein Fonds ist, sondern ganz viele verschiedene Förderinstrumente, die auf alte und neue Arten und Weisen Startups fördern sollen. Diese 10 Milliarden Euro sollen aber durch Hebelwirkung, also durch andere Investoren, zu 30 Milliarden Euro werden. Davon geht zumindest das Ministerium aus. Ein Haufen Holz. Also habe ich mal gefragt, wie sieht es denn aus? Wie viel von den 10 Milliarden Euro sind denn vorgesehen, um soziale Innovationen und Social Businesses zu fördern? Da gibt es ja auch jede Menge Start-ups und die haben erklärt, dass sie besonders schlecht an öffentliche Gelder rankommen. Die Antwort war, ja, die sind total wichtig und Impact Investment, also wo es einen echten Effekt hat für, ja, wen eigentlich? Die Profite oder die Gesellschaft ist ein bisschen unklar. Dieses Impact Investment jedenfalls sei auch der Bundesregierung total wichtig. Aber nein, es ist keine bestimmte Summe, kein Anteil für Social Businesses vorgesehen. Da wären insbesondere die Kommunen und die Länder in der Pflicht. Das ist natürlich immer das Einfachste, erst recht, wenn man auf einem Sack von 10 Milliarden Euro sitzt, zu sagen, na, die Kommunen und die Länder, die können doch da was tun für gemeinwohlorientierte Startups. Das fand ich unbefriedigend. Beim zweiten Thema, da ging es um zig Millionen, mit denen die Mittelstandsförderung finanziert werden soll in Bezug auf die Digitalisierung. Da habe ich schlicht und einfach gefragt, wenn da jetzt Digitalisierung von KMU bundesweit gefördert werden soll mit ziemlich vielen Millionen, wie viel davon ist dann vorgesehen, um für eine Verbreitung von Open Source zu sorgen und den KMU beizubringen oder den Zugang zu Open Source zu erleichtern, weil das für sie einfach nützlicher ist, nachhaltiger ist, preiswerter ist und oft auch sicherer ist. Die Antwort kann ich ganz kurz machen: nüscht. Das dritte Thema, von dem ich euch erzählen will, da habe ich in dem neuen Haushalt gefunden, dass knapp 5 Millionen Euro ausgegeben werden sollen für Marketing und Evaluation diverser Programme, zum Beispiel im Bereich Energie und Technologie. Ich wollte wissen, wie hoch ist denn der Anteil, der in die Evaluation reingeht? Und die gleichen 5 Millionen gab es ja schon im aktuellen Haushaltsjahr für 2020. Was wurde denn damit an Evaluationen erstellt? Die Antwort war auch sehr kurz. Weiß er nicht auswendig, kann ich auch nachvollziehen, das muss man nicht alles im Kopf haben, kriegen wir wie immer nachgereicht. Das war es in Kürze aus dem Digitalausschuss Teil 1. Direkt danach fand eine Anhörung zu europäischer Datensouveränität statt. Hauptthema war ein europäisches offenes Plattformprojekt, das nennt sich Gaia-X. Und es Menschen, die gar nichts mit diesen Themen zu tun haben, wirklich schwer zu erklären. Aber es ist im Prinzip, soll es eine Infrastrukturalternative werden zu den großen zentralistischen cloud-basierten Anbietern, die wir so auf USA- und China-Seite haben. Und es soll ein dezentraleres, europäisches, auf europäischen Werten basierendes, sogenanntes föderiertes System sein. Das heißt, da können ganz viele kleine Anbieter miteinander Dienste teilen und interoperabel miteinander arbeiten und dadurch ein großes Ganzes ergeben, das aber dezentral ist und über offene Standards, hohe Datenschutzstandards und Werte und einen hohen Grad an IT-Sicherheit funktioniert. Das kann eine ganz tolle Geschichte sein, ist als gemeinnützige Initiative angelehnt. Wie gesagt, alle Kernkomponenten sollen Open Source sein. Das ist auch ein sehr starkes Signal für die Open Source Gemeinde in ganz Europa.
Ein Thema heute war erstmal die Frage, was ist denn Datensouveränität oder digitale Souveränität überhaupt? Ein Professor gab eine ganz eingängige Definition, die will ich euch mal wiedergeben. Datensouveränität ist die Möglichkeit für jedes Individuum, Organisation oder auch staatliche Stelle, selbst bestimmen zu können, was und von wem mit meinen Daten gemacht wird. Da geht es aber nicht um alle Arten von Daten, sondern um Daten, die ich selbst erzeugt habe. Das können Fotos sein, die ich gemacht habe. Das können aber auch die Datenpunkte sein, die ich hinterlasse, wenn ich mit meinem Handy einfach irgendwo herumlaufe. Ortsdaten, Bewegungsdaten zum Beispiel. Das können die Verkehrsdaten sein, die ich erzeuge, wenn ich mit einem sehr elektronisch ausgestatteten Auto umherfahre. Alle diese Daten, die ich durch meine Existenz und mein Interagieren mit Technologie erzeuge, die sind damit gemeint. Unsere Sachverständige Elisabeth Lindinger hat diese Definition aber noch ergänzt. Sie sagt, es darf dabei nicht nur um die eigenen Daten gehen, es muss auch um öffentlich oder im öffentlichen Raum erzeugte Daten gehen. Zum Beispiel, wenn so ein Müllwagen durch die Stadt fährt und zum Beispiel sieht, dieser Papiercontainer, der ist immer voll. Oder in diesem Flaschencontainer passiert das oder jenes. Oder hat vielleicht Sensoren an der Unterkante und stellt fest, wo Löcher sind in der Straße. Mülleimer können melden, dass sie voll sind. Alles das sind Daten, die irgendwo anfallen. Auch der öffentliche Nahverkehr produziert jeden Tag unendlich viele Mobilitätsdaten, die sehr, sehr wertvoll sind. Francesca Bria, eine ganz großartige Expertin, die mal CIO der Stadt Barcelona gewesen ist, die absoluter Vorreiter ist auf diesem Gebiet, die hat mal gesagt, es ist der größte Datenschatz, den wir in öffentlicher Hand haben könnten, aber heute nicht haben. Die haben zu können, auch das gehört zur Datensouveränität. Professor Metzger von der Humboldt-Universität Berlin habe ich gefragt, welche Änderungen es denn im Kartellrecht bräuchte, um entgegen dieser vielen Monopole, denen wir ausgesetzt sind, eine Gegenmacht zu schaffen, die uns als normalen Menschen mehr Datensouveränität einräumen. Er hatte da eine ganz schräge Idee, nämlich, dass in dieses Gesetz hinein müsste, dass man Unternehmen verpflichtet, nicht nur Geschäftsmodelle zu machen, die ich kostenlos nutzen kann und ich bezahle damit meinen Daten, sondern immer parallel ein Entgeltmodell bereitzustellen, sodass ich zum Beispiel bei Facebook einfach ein paar Euro im Monat zahle, aber dafür Facebook meine Daten nicht mehr sammelt. Ich persönlich glaube nicht, dass das Modell von Facebook dann noch so funktionieren würde, aber ich habe ihn auch mit der Frage konfrontiert, heißt denn das im Endeffekt nicht, dass Datenschutz und Privatsphäre dann was für Reiche sind? Welche Hartz-IV-Empfänger würden denn Geld dafür bezahlen, wenn es auch ohne geht und sie dann halt mit ihren Daten für den Dienst bezahlen? So sollte das, glaube ich, nicht organisiert sein. Da müssen wir einfach bessere Lösungen finden. Eine gute Idee hat er aber auch. Lustigerweise hatte ich heute Morgen in einem Gespräch mit Transparency International genau die gleiche Idee entwickelt, nämlich dass es echte, einfache AGB braucht. Die aktuellen ABG, ihr kennt das alle, sind 20 Seiten lang, so eine winzige Schrift, kein Schwein kann es lesen, niemand nimmt sich die Zeit, man scrollt nicht mal durch, man klickt einfach Ja und weiß gar nicht, wozu man Ja gesagt hat. Da braucht es endlich eine Vorschrift, die wie bei Beipackzetteln von Arznei hochstandardisiert ist. Und das, was er genauso wie ich heute Morgen als Idee hatte, war, dass man da kleine grafische Piktogramme vorschreibt, die genau erkennbar machen, welche Daten von mir werden über diesen einen Dienst in welcher Art und Weise verwendet. Werden Bilddaten an Dritte gegeben, werden Ortsdaten an andere gegeben, werden sie weiterverkauft und was auch immer passiert damit. Das fand ich eine richtig gute Idee und das könnte endlich mal kommen. Elisabeth Lindinger fragte ich noch nach der Rolle der Zivilgesellschaft in diesem Thema der Datensouveränität. Zivilgesellschaft kann ja auch eigene Daten beitragen zum Allgemeingut an Daten oder diese Daten auch nutzen, zum Beispiel für gemeinnützige Anwendungen. Wo in meiner Stadt gibt es freie Kita-Plätze oder ein großartiges Beispiel hat sie erzählt, das entstand mal in Stuttgart, verbreitete sich dann auf der ganzen Welt. Das war und ist immer noch ein Projekt, mit dem die Luftqualität gemessen wird über Sensoren, die zum Beispiel den Feinstaubgrad erheben und als Open Data in eine weltweite visualisierte Datenbank reinfüttern. Das ist quasi eine Art Citizen Science und das zeigt auch, wie mächtig Daten sein können, weil es gibt uns gute Argumente in die Hand, wenn es zum Beispiel darum geht, für weniger Verkehr in Innenstädten zu kämpfen.
Natürlich wurde noch viel, viel mehr gesagt. Es war ja eine lange Anhörung. Ich will es dabei belassen. Vielen Dank fürs Zuhören und guckt wieder mal rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder meinen Kanal abonniert oder ihn weiterverteilt an andere. Tschüss und bis zum nächsten Mal.